Das ist dieser plötzlich bald vorbei, sorry. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger noch kurz reden. Jetzt will ich wirklich ein Abschlusswort jetzt an euch richten. Also dieser Satz von Bekannten, Freunden, wem auch immer, die Kinder sind außer Haus, dann musst du dir jetzt ein neues Betreibchen suchen. Ja, schön. Na, was soll ich denn machen? Na ja, geh doch in irgendeine Sportgruppe oder mach doch dies oder mach doch das. Natürlich sollte man machen, man kann es ja eh nicht ändern, aber ich habe dazu keine Lust. Ich habe dazu keine Lust. Ich möchte regelmäßigen Kontakt mit meiner Familie haben. Ich möchte die ganz oft sehen, ja. Dass ich in dem Leben meines Vaters da nicht mitmischen kann. Er hat ja auch eine Lebensgefährtin. Und im Leben meines Kindes kann mich ja da nicht einnisten. Die wollen ja ihrs machen. Das wird nicht mehr so, wie es mal war, als sie klein waren. Nee, das ist vorbei. Und jeder, der wirklich erwachsen geworden ist, der akzeptiert und respektiert. Ich respektiere das, ohne Frage. Und ich akzeptiere das auch, aber ich kann nicht so richtig damit leben. Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll, so richtig. Ja, ein bisschen hier quatschen und Blödsinn machen. Ja, ich habe einen Job und ich bin gut beschäftigt. So ist es nicht. Aber das Familiäre, das Zwischenmenschliche, das fehlt mir. Na klar haben wir ein Verhältnis, ein gutes miteinander, ja, mit meiner Familie. Wir sehen uns auch manchmal mehr, manchmal leider weniger. Das sind dann auch manchmal finanzielle Geschichten oder ja, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das sind alles so Gedanken, die mir durch